Wir beginnen heute Morgen mit Pascoda, die uns etwas erzählen wird zum Thema Neurodivergenz, Forschungsthema, ein bisschen Eigenforschungsthema, ne? Nein, wer macht denn sowas? Genau. Wenn ihr Fragen habt, Pascoda würde die Fragen auch gerne während des Vortrags mit annehmen. Wenn Begriffe irgendwie kommen, die nicht aus dem allgemeinen Sprachgebrauch ersichtlich sind, einmal kurz irgendwie melden, damit die erklärt werden können. Ansonsten viel Spaß. Hi, guten Morgen. Ich bin jetzt schon mehrfach darauf angeredet worden, dass meine Folie kaputt sei. Nein, die Folie ist nicht kaputt. Das ist ein Visual Joke, der nicht funktioniert. Da steht nämlich, also es ist an und für sich die Startfolie vom offiziellen Folienset. Das heißt, da steht mein Dokumentenname dahinter und dann auch noch, wo ich am KIT arbeite, weil es eben das Thema ist, also Neurodivergenzarbeit und Technologie ist mein Dissertationsthema. Ich habe vor einem Jahr und ein bisschen was am KIT angefangen, zu diesem Thema eben zu forschen. Genau, das mit den Begriffen haben wir eh schon gesagt. Wenn es Fragen gibt, machen wir das auch während dem Vortrag, weil es wäre irgendwie ein bisschen blöd bei einem Thema, wo es unter anderem um schlechtes Kurzzeitgedächtnis und schlechte Impulskontrolle geht, dann vom Publikum oder der Vortragenden zu verlangen, solche Sachen bis zum Ende aufzuschieben. Also man muss ja dem Zielpublikum entsprechend arbeiten, ne? Genau, Disclaimer vorneweg, ich bin keine Medizinerin, ich bin keine Psychologin oder Psychiaterin, ich bin Informatik-Doktorandin, ich bin selber mit ADHS spätdiagnostiziert und genau, wenn ich da jetzt von irgendwelchen Empfehlungen und Behandlungen und so weiter rede, die sind alle extrem individuell. Das heißt, wenn euch irgendwann einmal jemand begegnet, der sagt, das ist der eine Trick, um mit eurer Neurodivergenz umzugehen, I call Bullshit. Jo, was muss man noch vorneweg sagen? Wer den ADHS-Hacken-Talk auf der GPN gesehen hat, ich gehe davon aus, dass sich ein bisschen was überschneidet. Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, ihn mir anzuschauen. I drifted off. Es ist einfach, manchmal ist das eigene Leben auch so ein bisschen ein Meme. Die Slides werde ich dann im Nachhinein auch über das Pre-Talks zur Verfügung stellen. Und ich werde auch schauen, dass sie dann auf meiner Website verfügbar ist, falls sich irgendjemand dann das in Ruhe nochmal durchlesen möchte. Gut, ich versuche das Ganze so in einem Rahmen von 40 Minuten zu halten. Allerdings war mein Hirn auch nicht davon zu überzeugen, dass wir das einmal testlaufen sollten. Das heißt, es kann sein, dass ich gegen Ende hin ein bisschen schneller werde oder irgendwas überspringe. Oder dass wir dann noch 35 Minuten dastehen und jede Menge Zeit für Diskussionen haben. We will see. Auf jeden Fall, genau, das ist quasi so ein Neurodivergenz 101 und dann halt auch nur, worum geht es eigentlich, was ist das Problem im Kontext Arbeit. Das heißt, wir gehen da so richtig schön Schritt für Schritt durch, zwischendurch rede dann, oder halt gegen Ende geht es dann auch darum, was ich in meiner Dissertation eben schon gemacht habe. Und das ist einerseits mir so ein bisschen angeschaut, was eigentlich in der Human-Computer-Interaction zu diesem Thema so geforscht wird, weil da komme ich her, Mensch-Maschine-Interaktion. Und dann reden wir auch noch kurz über vorläufige Ergebnisse von der Interviewstudie, die ich gerade am Laufen habe, die vielleicht ein oder zwei Leute mitgekriegt haben, weil ich sie über Mastodon ausgeschrieben habe. Und dann noch darüber, was eigentlich so der Rest von der Dissertation von diesem ganzen Projekt, was da die Idee ist. Grundsätzlich einmal Neurodiversität und Neurodivergenz sind zwei verschiedene Begriffe, die bezeichnen ziemlich verschiedene Sachen, werden aber sehr gern durcheinander geworfen. Neurodiversität an sich ist dieses Konzept, dass wenn man eine Gruppe an Menschen hat, dann gibt es in dieser Gruppe eine gewisse Diversität bezüglich, wie die neurologisch funktionieren. Das heißt, wie verarbeitet das Gehirn und der Körper insgesamt, was auch immer für Inputs daherkommen, wie reagiert man da drauf? Und Neurodivergenz ist dann eben dieses Ding, wir haben eine Norm, unter Anführungszeichen,
Und von dieser Norm gibt es eben Abweichungen. Ja, also wenn wir uns so überlegen, Statistik, da haben wir ja meistens so diese schönen Glockenkurven. Dann gibt es da halt irgendwie einen Typen oder eine Art, wie das Gehirn funktioniert. Der kommt relativ häufig vor. Alle anderen sind dann eben davon Abweichungen und Varianzen. Und das sind die Neurodivergenzen. Wichtig ist da, diese Norm muss nicht unbedingt tatsächlich eine Mehrheit sein. Ne? Das ist so wie mit dieser Norm, die man ganz gern auch so in der Informatik hat oder in der Wissenschaft, cis, männlich, weiß. Nur weil die Macht haben und die Norm sind, heißt es nicht, dass die tatsächlich in der Mehrzahl sind. Aber das System insgesamt ist halt auf die ausgelegt. Das heißt, unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt, Leute haben einen gewissen Tagesrhythmus oder Schlafrhythmus, Leute können sich länger auf Dinge fokussieren, auch wenn sie nicht sonderlich interessant sind. Gewisse Lärmmuster sind akzeptabel, lauter solche Sachen, das ist quasi die Norm. Ja? Wenn man in ein Restaurant reingeht, normale Menschen haben kein Problem mit der schlechten Beleuchtung und dem vielen Hintergrundlärm und was weiß ich was alles. Beziehungsweise sie können halt einfach alles Mögliche unterdrücken, das was anderes behauptet. So. Genau. Unter anderem in diesem ganzen Ding von Neurodivergenz drinnen und die Sachen, auf die ich mich fokussiert habe jetzt in meiner Dissertation, sind Lese-Rechtschreibschwäche, Autismus und ADHS, weil sie einerseits die sind, die, soweit wir wissen, am häufigsten vorkommen bzw. am bekanntesten sind. Diese Liste, also wenn man mal Wikipedia oder sowas schaut, dann gibt es da auch gerne mal Listen, was unter Neurodivergenz fällt. Es ist keine abgeschlossene, fertige Liste, sondern da kommen immer wieder mal Sachen dazu. Ursprünglich war primär Autismus davon abgedeckt und dann kommen halt immer wieder neue Begriffe unter diesen Umbrella dazu. Und jetzt kommt so ein fieser Begriff, das biopsychosoziale Modell von Behinderung. The fuck? Wenn man das erste Mal liest, ist man so, hä? Ist aber tatsächlich, also um Behinderung zu verstehen oder beschreiben zu können, hat sich die Wissenschaft halt verschiedene Modelle zurechtgelegt, die erklären, woher die Behinderung kommt. Die ursprüngliche Variante ist quasi das medizinische Modell, das schaut einfach nur auf den Körper und sagt, an diesem Körper stimmt was nicht, das müssen wir richten, dann ist die Person quasi wieder gesund. Sehr auf Negatives fokussiert, extrem individualisiert, kein großartig gutes Modell, um das tatsächlich sinnvoll zu erklären. Und das biopsychosoziale Modell ist halt so ein ganzheitliches Modell, und sieht halt, dass Behinderung sich aus verschiedenen Faktoren ergibt. Und das wird unter anderem von so linksversifften Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation vertreten. Das heißt, wir haben eben den Körper, die biologische Komponente, das ist im Fall von Neurodivergenz Gehirnchemie im Großen und Ganzen, die Psyche, das heißt, gewisse psychologische Voraussetzungen oder Bedürfnisse und das Soziale, wie das Ganze mit der Gesellschaft interagiert. Wenn man sich so anschaut, im Fall von Neurodivergenzen, wir haben halt das Gehirn verarbeitet Inputs verschieden oder halt abweichend auf eine bestimmte Art und Weise. Wir haben das psychologische Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe und wir haben aber aus der Gesellschaft raus gewisse Erwartungen an das Individuum. Und da haben wir dann, und daraus ergeben sich dann die Probleme, TM. Also Schwierigkeiten, die meisten kennen es wahrscheinlich, die Schwierigkeit liegt nicht darin, dass ihr eure Hände beschäftigen müsst, während ihr in einem Meeting hockt. Die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass die anderen Leute im Meeting
sich davon abgelenkt fühlen oder glauben, dass ihr nicht aufpasst, weil ihr eure Hände beschäftigt. Das shiftet dann halt einfach den Blick auf diese Behinderung, weil es ist eine längerfristige Beeinträchtigung der gesellschaftlichen Teilhabe, was Teil von der Definition von Behinderung ist. Das shiftet halt einfach so den Blick auf die Behinderung weg von dem Betroffenen, von der betroffenen Einzelperson und hin auf dieses Zusammenspiel von Gesellschaft und Einzelperson. Gut, was hat das Ganze eigentlich mit Arbeit zu tun? Für meine Dissertation definiere ich Arbeit sehr weit. Das heißt, ich schaue nicht einfach nur auf Menschen, die Vollzeit Lohnarbeit machen, sondern ich habe jetzt in meiner Interviewstudie genauso gut Eltern oder pensionierte Personen, die nebenbei noch ein bisschen was arbeiten als Freelancer oder was auch immer. Das heißt, man schafft etwas, man macht etwas, ist Arbeit, Dankeschön. Ja? Ehrenamt gilt genauso. Genau. Für diejenigen unter euch, die jetzt immer noch nicht wissen, was häufige Symptome oder häufige Schwierigkeiten von Menschen mit Neurodivergenz sind, ADHS, dieses H heißt sehr häufig, ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit. Ne? Es ist nicht der Defizit in Aufmerksamkeit tatsächlich, ich kann meine Aufmerksamkeit sehr, sehr gut auf Dinge lenken, nein, auf Dinge werfen, treffen tue ich nicht immer. Also dieses Fokus kontrollieren ist das Problem, die Aufmerksamkeit kontrolliert irgendwo hinzulenken oder wo wegzunehmen, das ist das Problem. Gefühle regulieren ist eine gewisse Schwierigkeit, also so dieses, wie instantan reagiere ich auf Dinge oder weiß ich überhaupt, was das ist, was ich empfinde? Das fällt da rein. Abneigung gegenüber Ungerechtigkeit, da gibt es eine großartige Studie, wo neurotypische Personen Menschen ohne Autismusdiagnose und Menschen mit Autismusdiagnose in ein Laborexperiment gesetzt haben und es darum gegangen ist, ob man den eigenen Moralkompass auch ignorieren kann, wenn man weiß, dass es keine sozialen Auswirkungen hat, stellt sich raus für neurotypische Menschen kein Problem. Autistische Personen sind so, the fuck, was willst du von mir? Und die autistischen Leute sind die komischen. Weird, aber okay. Also nicht okay, weird take. Dann klassischer Fall, Reize filtern. Ich sehe Nicken im Publikum. So dieses, bei einer Konferenz im Juni gab es auch Remote-Teilnahme und wann immer eine Person diesem Remote-Meeting beigetreten ist, hat es im Raum einen Notification-Sound gegeben. Der war nicht vorhersehbar, der ist manchmal gekommen, manchmal 3-4 Mal hintereinander und ich bin da gesessen, es hat mich wahnsinnig gemacht und dann rede jemanden an auf diesen Ton und die Person war so, was für ein Ton. Alter. Genau, und dann Information verarbeiten. Ich habe vorher gesagt, dieses Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis ist ein bisschen ein Problem. Das heißt, Informationen tatsächlich vom einen System, also vom Random Access Memory tatsächlich in den Langzeitspeicher zu schieben, ist eine Schwierigkeit. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man das verbessern kann, aber es ist halt so dieses Klassische, man redet miteinander und nach 2 Minuten so die Frage, worum ging es gerade? Ich war da, ich war anwesend, ich habe der Person zugeschaut, wie sie redet, ich habe gehört, wie sie redet. Und es ging literally, wie meine Eltern immer so schön gesagt haben, da rein, da raus. Schwierig. Genau. Was heißt das jetzt im Kontext Arbeit? Ist kompliziert. Ich bin mal da gesessen und war so, okay, an und für sich. Also man sagt ja immer so schön, Autismus ist das Spektrum. Weil hat man eine autistische Person gesehen,
jede Person ist anders auf diesem Spektrum, aber tatsächlich ist ja nicht einfach nur so ein Spektrum, sondern das geht ja in alle möglichen Dimensionen und Farben und Formen, weil einfach so viele verschiedene Sachen einwirken auf eine individuelle Person, so dass sich Symptome und alles verschieden äußern. Und wenn wir uns das jetzt eben mal ganz spezifisch im Kontext Arbeit anschauen, dann haben wir da ganz viele verschiedene Punkte, die eben einen Einfluss darauf haben, wie gut oder wie schlecht eine neurodivergente Person sich in einem Arbeitskontext fühlt, zurechtfindet und wie gut sie performt, unter Anführungszeichen. Da haben wir jetzt auch ein bisschen so diesen Throwback zum psychosozialen Modell, so mit den KollegInnen zum Beispiel. Das ist so dieses, irgendwie will man ja doch, wenn man bis zu 8 Stunden am Tag mit diesen Leuten in einem Raum verbringt oder am gleichen Ort verbringt, mit denen irgendwie halbwegs gut auskommen. Es ist eben dieser soziale Teil, dann die eigene Symptomatik und Tagesverfassung, das ist so ein bisschen dieser biologische Teil, auch der psychologische Teil und Abläufe, Strukturen, Organisationen und Institutionen ist halt auch wieder sehr stark dieser soziale Part. Wollen wir ein bisschen aus dem reinen Vortragsding rausgehen und Leute geben mir mal zu irgendeinem von diesen Dingen ein Beispiel, wo was schiefgehen kann oder wo was nicht gut funktioniert. Oh no, jetzt müssen alle ihren visuellen Kanal wieder davor. Entschuldigung, hier ist die Folie. Ich würde die Gelegenheit, dass ich das Mikro in der Hand halte, mal selber nutzen. Du sagtest vorhin links rein, rechts raus. Gibt es da auch eine gegebenenfalls starke Abhängigkeit zu Merken von Gesichtern und Namen? Gesichter und Namen. I guess. Ist mir jetzt noch nie so in der Literatur unterkommen, aber ja. Was nämlich den meisten Leuten hilft, also diese Informationsverarbeitung, was da hilft, ist sehr häufig Sachen zu externalisieren. Bedeutet in einer Art zum Beispiel sich Sachen aufzuschreiben oder Sachen laut zu wiederholen. Also das ist so dieses, wenn man sich auch anschaut, so die verschiedenen Lerntypen zum Beispiel, da gibt es ja die Leute, die lernen besser, wenn sie sich Sachen aufgeschrieben haben, dann gibt es die Leute, die merken sich Sachen besser, wenn sie sie anderen Leuten erklärt haben. Und das sind dann halt auch so klassische Tricks, um sich Gesichter zu merken und Namen zu merken, ist ja direkt, wenn die Person sich vorgestellt hat, den Namen zurücksagen und was machst du eigentlich ganz gerne als Hobby? Ne? Weil dann kriegt man da zusätzliche Informationsstückeln und dieses Hobby im Idealfall ist dann irgendwas, was uns interessiert und da lässt es, also da wirft sich dann dein Hirn direkt richtig drauf. Das ist ein geteiltes Interesse, das mögen wir. Also ja. Was ich arbeite in der Incident Response, also wenn es richtig schlimm drunter und drüber geht, und da stelle ich immer fest, dass die Mitarbeiter bei dem Kunden, denn immer die eigentlich im Spektrum sind oder ADHS haben und so, immer wenn die Organisationen, die ganzen Strukturen wegfliegen und Panik ist und ich bin da auch immer am ruhigsten, also alles, die Vorstände schreien sich an und dann sitzt du da so mit 3, 4, ich sag mal Nerds im Raum und denkst so, jetzt mal gemütlich arbeiten, jetzt trinken wir einen Kaffee und dann richten wir den Laden mal in Ruhe und das ist so eine atypische Stressreaktion, das ist immer interessant zu beobachten. Ich würde sagen, du hast doch so schön dazu gesagt, wenn diese etablierten Strukturen wegfallen. Also sehr häufig diese Strukturen sind ja Sachen, die haben sich entwickelt, ohne dass die neurodivergente Person irgendwie darauf Einfluss gehabt hat. Das heißt, diese Strukturen ergeben nicht unbedingt für unser Hirn Sinn. Und in dem Moment, wo diese Struktur wegfällt, kannst du einfach so drauf reagieren, wie es für dich Sinn macht und du musst ihn nicht mehr da reinquetschen, wie das normalerweise funktioniert. Abgesehen davon, eins von den großen Themen bei Neurodivergenz ist, dass Dopamin
nicht gut verarbeitet wird. Also wir haben einen zu niedrigen Dopaminspiegel im Normalfall, was bedeutet, dass für uns Motivation ein Issue ist. Ja? Adrenalin, geile Ersatzdroge. Was auch dazu führt, dass Menschen mit ADHS zu risikobehaftetem Verhalten tendieren. Nicht so geil. Also ihr könnt es übrigens Fragen auch einfach ohne Mikro stellen, falls ihr nicht auf der Aufzeichnung sein sollt. Da muss es nur laut genug sein, dass es ich höre oder der Herald, dann reden wir das ins Mikro. Also was ich tatsächlich beim Thema Tagesverfassung bemerkt habe, während meiner Ausbildung Anwendungsentwickler, ich hatte verschiedene Aufgaben. Das Team hat gesagt, ja, das dauert eine Woche. Ich habe einen Tag nichts geschissen gekriegt und am nächsten Tag hatte ich auf mal ganz, ganz viel Motivation und denke mir dann mittags, oh Scheiße, die Liste ist leer. Aha, ja. Tagesverfassung ist, gerade wenn es die ArbeitgeberInnen und die KollegInnen nicht verstehen, ein Riesenproblem. Wenn man dann halt einfach mal so einen Tag hat, wo man da sitzt und nichts gebacken kriegt, also übel. Ist es an? Ja. Ich kann mich da auch nur anschließen, was du gerade beschrieben hast oder du auch. Bei mir gibt es manchmal so Fälle, es gibt relativ wenig Strukturen bei mir in der Firma, aber dann ist es eben so, es gibt Tage und zum Teil auch Wochen, wo ganz wenig passiert, aber ich merke dann, dass dann doch im Hintergrund der Kopf irgendwie an dem Thema arbeitet und dann plötzlich in einem Tempo, das man sich gar nicht vorstellen kann, bearbeitet man das dann und es ist dann trotzdem in der Zeit fertig, die alle anderen irgendwie erwarten. Mhm. Oder sogar schneller. Direkt hinter dir war die nächste Frage. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Frage ist oder ein mehr vielleicht eine Frage in die Runde. Erlebt ihr das auch so? Ich habe ADHS und eine Strategie, die man da ja oft irgendwie anwenden kann, um Dinge geregelt zu bekommen, ist das Bodydoubling. Also dass ich suche mir eine Person, die muss nicht mal das Gleiche tun, aber allein durch die Tatsache, dass sie anwesend ist, habe ich plötzlich mehr Möglichkeit, wie auch immer das im Gehirn funktioniert, Dinge geregelt zu bekommen. Gleichzeitig brauche ich aber einen besonders ruhigen Arbeitsplatz und einen distraction-free Arbeitsplatz. Das hat dazu geführt, dass meine beste Arbeit, ich oft in einem Großraumbüro mit Noise-Canceling-Kopfhörern auf dem Kopf verbringe. Geht das anderen auch so? Ja. Also abgesehen davon, dass da jetzt gerade irgendwie ein Drittel von den Leuten im Raum nickt, ja. Ja. Also, okay. Ich habe vorher schon gesagt, Dopamin ist für unsere Schwierigkeit. Ja? Das wirklich fiese ist, ja? Neurotypische Personen kriegen einen Dopaminschub, wenn sie eine Aufgabe anfangen. Und bei uns ist es halt so dieses, wir müssen überhaupt, und Aufgabe heißt in dem Fall halt auch schon, das zieht sich ja durch, ja, Aufgabe ist jede Art von Task. Das heißt, das inkludiert so Sachen wie in der Früh aufstehen. Das ist aber so im Endeffekt kann man sagen, so Chemie-Metapher so ein bisschen, neurodivergente Gehirne brauchen für eine Reaktion extrem viel Anschubenergie. Und die musst du irgendwo herkriegen. Ja? Das ist diese Dopamin-Gap, die musst du irgendwo herkriegen. Und deswegen sind es halt sehr häufig so, sich kleine Belohnungen an alle möglichen Ecken und Enden hinlegen. Deswegen funktioniert die Pomodoro-Technik auch für viele Leute so gut, dass man 25 Minuten arbeitet und danach eine Pause macht. Weil die Pause ist so dieses, und dann muss ich nicht mehr. Das hat man schon quasi auf dem Zettel oder im Plan vor sich. Und deswegen dann kommt man da eben ins Arbeiten rein und kriegt dann so ein bisschen einen Dopamin-Input. Deswegen funktionieren so Sachen wie, ich setze mich jetzt mal hin und mache nur 2 oder 3 Minuten von diesem Ding und dann kommt man in einen Flow. Das ist so, genau. Gut, dann würde ich jetzt weitergehen und einmal drüber reden, was eigentlich so in der Human-Computer-Interaction in der Forschung so gemacht wird.
Neurodivergenz ist so in den letzten 10 Jahren in der Wissenschaft, auch in der Informatik angekommen, nicht immer tatsächlich korrekt verstanden, aber da kommen wir dann auch noch drauf. Es gibt sehr häufig die Idee, dass man irgendein technologisches Gadget bauen kann und das verbessert dann alles und macht dann alles einfacher. Um eben diese Forschungslücke, in die ich mich reinsetzen will mit meiner Dissertation, auch tatsächlich zu dokumentieren, habe ich halt vorneweg so eine Literaturrecherche gemacht. Strukturiert schaut sowas dann so aus. Ja? Man fängt an, sucht sich einmal zu viel, also das war ein wunderbares halbes Jahr, ich schwör's euch. Ich bin für ein Rabbit Hole bezahlt worden. Also ich muss sagen, ich habe den perfekten Job für mich gefunden. Ich habe mit Arbeiten von 2 Forschenden angefangen, die einen kritischen Ansatz haben, die sich wirklich hinsetzen und fragen, warum zum Geier machen Leute die Sachen, die sie publizieren, eigentlich so, wie sie sie machen und ist das überhaupt sinnvoll? Die sind beide auch neurodivergent und sind extrem coole Socken. Und dann habe ich halt noch so Stichwortsuche gemacht in unter anderem dem Online-Verzeichnis von der Association for Computing Machinery. Das sind die mit dem Turing Award, falls es wem was sagt. Das heißt, ich habe dann so eine Liste an 400 Dingen gehabt, wo ich mir gedacht habe, das könnte interessant sein. Allerdings irgendwie schlafen, essen, Lehre und irgendwie 400 Papers mit jeweils so 10 bis 17 Seiten, das ist ein bisschen viel Zeit, die man da reinwerfen müsste, könnte mich nicht ordentlich damit auseinandersetzen, also nochmal ordentlich durchsortiert. Es war so viel Blödsinn dabei, der mich nicht interessiert hat. Genau. Das Sortieren, dafür verwendet man dann das PICO-Framework, das ist Population, also um wen geht es eigentlich, und bei mir waren das dann eben Erwachsene mit ADHS, Dyslexie oder Autismus. I ist Intervention, also was haben die Leute eigentlich gemacht? Normalerweise geht es dann darum, wir haben eine Technologie angewendet oder nicht, so A-B-Studien. Das war bei mir dann, es ist immer Technologie gegangen und zwar in einem spezifischen Kontext, das ist das C. Kontext war bei mir Arbeit und berufliche Ausbildung. Und normalerweise gibt es dann eben nur dieses O, das ist Outcome. Und das war bei mir egal, was da jetzt genau rauskommen ist, ob das funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Wurscht. Und dann waren nur noch 11 Sachen da. Das sagt uns unter anderem, es gibt extrem viele Studien und Papers, die mit ADHS, Dyslexie oder Autismus zu tun haben, aber nicht mit Erwachsenen oder Arbeit. Es wird nämlich extrem viel geforscht an neurodivergenten Kindern. Und ich sage ganz explizit an und nicht mit, weil die Kinder werden nicht ordentlich mit einbezogen. Ja? Es gibt da auch Papers drüber, eben von besagten kritischen Forschenden, die sich angeschaut haben, wie da eigentlich drüber geredet wird. Und das ist sogar so secondhand, wenn man nur die Beschreibungen von diesen Papern liest, ziemlich brutal, was da zum Teil abgeht. Genau, und da geht es dann halt in den Sachen, die ich da aussortiert habe, geht es dann sehr häufig darum, wie kriegen wir eigentlich autistische Kinder, neurodivergente Kinder dazu, dass sie keine neurodivergenten Erwachsenen werden. Das ist eigentlich so das Ziel von der Arbeit sehr häufig. Und das wollte ich nicht. Logisch. Und die 11 Papers, die ich dann eben übrig gehabt habe, die habe ich mir dann genauer angeschaut bezüglich... Also dieses Close Reading ist dann eben genau dieses, ich lese dieses Paper durch und ich lese nicht nur, was da steht, sondern auch, was da nicht steht und versuche durch die Sachen, die da stehen, auch drauf zu schließen, was halt, also das, was gemacht worden ist, impliziert immer auch, dass Sachen nicht gemacht worden sind. Das ist fies. Für die Leute, die via Dreisat dabei sind, da steht wer am Fenster. Draußen am Fenster und schaut rein.
So, Fokus. Genau. Bei der Sprache geht es dann zum Beispiel um solche Sachen wie, wenn diese Forschenden in ihrem Paper schreiben, Menschen leiden an ADHS, dann wissen wir schon, von einem biopsychosozialen Modell haben die noch nie was gehört. Neurodiversität haben die auch nicht richtig verstanden, weil Menschen leiden nicht an ADHS. Ich leide daran, dass andere Leute scheiße sind. Beim Thema Arbeit ist dann halt auch immer so diese Frage, welche Arbeit wird eigentlich beforscht? Wird erklärt, warum genau diese Arbeit beforscht wird? Wenn gesagt wird, es ist wichtig, dass neurodivergente Personen arbeiten, warum? Und bei Beteiligung der Teilnehmenden sind es dann halt auch solche Sachen wie, woher hat man die Teilnehmenden, wenn man irgendeine Technologie mit ihnen entwickelt oder sie irgendeine Technologie ausprobieren lässt? Wie hat man die gefunden? Hat man denen für die Zeit, die sie investiert haben, eigentlich irgendwie was gegeben? Haben die irgendwas gekriegt? Genau. Und wie sind die genau eingebunden worden? Und ja, da fallen dann bei so einer Analyse immer sogenannte Themen raus. Dieses Ganze, ich denke noch, was ist da ausgelassen worden und was wird da quasi so ein bisschen angedeutet und so weiter und so fort. Das ist ein sogenannter reflektiver, qualitativer Ansatz. Und genau um so einen Ansatz fahren zu können, braucht man eben so einen kleineren Korpus an Literatur, deswegen auch nur die 11 Papers. Ich hätte genauso gut mit den 400 irgendeine quantitative Analyse machen können. Ne? Hätte schauen können, wie oft kommen irgendwelche Keywords drin vor, wie groß sind die ganzen teilnehmenden Gruppen und so weiter und so fort. Aber das sagt mir dann halt nichts darüber, was die Forschenden eigentlich für eine Idee davon haben, mit wem sie da zusammenarbeiten, wenn sie es überhaupt machen. Und das war das, was für mich wichtig war. Wie sehen Forschende eigentlich Menschen wie mich? Genau. Hier, genau. Wir haben nicht Zeit für diese ganzen Themen, weil irgendwie ist doch schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Aber wir können jetzt kurz auf 4 oder 5 davon eingehen. Das habe ich auch schon so ein bisschen anklingen lassen vorher. Wir haben da einmal so dieses Ding mit, was ist eigentlich Arbeit und wo ist eigentlich Arbeit? Im Großen und Ganzen habe ich da bei den Papers, die ich gelesen habe, so eine Art Badewannenkurve gehabt, also so schump, wo am einen Ende Publikationen waren, die als Teilnehmende rekrutiert haben, Menschen, die in Werkstätten für Behinderte arbeiten. Und am anderen Ende so 2 oder 3 ziemlich neue Studien. Also da bei den Werkstätten mit Behinderung war quasi die waren Publikationsjahre breiter gestreut als jetzt bei diesen am anderen Ende. Und die waren dann alle dadurch, dass es halt irgendwie Papers aus 2020, 21, 22 waren, ging es da sehr viel um Remote-Arbeit und hybride Arbeit. Und wenn man sich das dann anschaut, was das was das so auf dem Meta-Level dann wieder sagt, ist, dass die Hybrid- und Remote-Jobs, die sind quasi alle so, das sind qualifizierte Jobs, sagt man so gern. Ja, da hat man irgendeine Art Ausbildung dafür braucht. Sehr häufig Bürojobs, sehr häufig Management-Personen, sowas in die Richtung. Und Werkstätte für Menschen mit Behinderung, NONA, Menschen, die man halt in diesen Werkstätten untergebracht hat. Die Arbeit in diesen Werkstätten ist meistens sehr einfach, wiederholt sich sehr viel und
es liegt keine Ausbildung drunter im Normalfall. Das heißt, wir haben da zwei sehr, sehr verschiedene Gruppen innerhalb von diesem Überbegriff Neurodivergenz und Arbeit. Und was ich dann auch noch ganz spannend gefunden habe, aber das ist dann halt wirklich nur so eine spannende Nebenbeobachtung, wer hat wohl Geld für seine Teilnahme gekriegt? Die Leute, die remote und hybrid arbeiten können, die haben tatsächlich für ihre Teilnahme an den Studien Geld gekriegt und die anderen nicht. Da war nicht einmal so wirklich die Diskussion, inwiefern die Menschen, die eben in diesen Werkstätten arbeiten, inwiefern das überhaupt Arbeitszeit war. Ist gar nicht drüber geredet worden. Sehr häufig war die Beteiligung auch mehr so ein: Wir entwickeln da jetzt einmal dieses ganze System auf Basis von unseren Annahmen und dann lassen wir es das mal ausprobieren und dann dürfen sie sich noch aussuchen, wie dieses nette kleine Munchkal heißt, das ihnen da durch diese Lernsoftware, die sie da durchführen soll. Da dürfen sie sich entscheiden, wie schaut das Ding aus, und wenn sie ihre Produktivitätsziele erreichen, dann kriegen sie Badges, digitale, die sie selber mitdesignen haben dürfen. Das ist geil. Andere Leute kriegen für höhere Produktivität mehr Geld. Genau, aber das ist dann halt auch wieder geil. Super Überleitung zu neurotypischer Produktivität. Das haben wir vorher auch schon gehört mit diesem, es gibt Tage, da geht eigentlich einfach gar nichts weiter. Und das ist eben auch aufkommen, so dieses: Man muss ausschauen, als würde man arbeiten, wenn man gerade im Kopf arbeitet. Und es gibt tatsächlich irgendwelche Vorstellungen davon, wie man ausschaut, wenn man arbeitet. Und das inkludiert nicht, dass man da gerade irgendwie ein YouTube-Video schaut, weil im Hintergrund der Nachdenkprozess läuft. Nein, das ist eindeutig nicht produktiv. Weil halt, also neurotypische Personen, haltet es euch fest, die können kein Multithreading. Traurig. Genau, dann haben wir noch, das nächste Thema ist dann so die Last von Veränderung und Anderssein. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr die einzige neurodivergente Person in einem Raum seid, dann müsst ihr euch dafür rechtfertigen, dass ihr neurodivergent seid oder dass ihr Sachen so macht, wie ihr sie macht. Und genauso seid ihr dann die Person, die dazu pushen muss, dass sich Sachen verändern, so wie ihr sie braucht. Zack. Problem. Findet man nicht gut. Transparenz und Diskriminierung ist dieser Balanceakt zwischen, wenn ich sage, dass für mich es hilft, wenn ich eben meine Finger beschäftigen kann, während ich jemandem zuhöre, oder dass es halt einmal so ist, dass ich beim Reden irgendwo hinstarre und potenziell nicht meinem Gegenüber ins Gesicht schaue, dann kann das bedeuten, dass es für mich einfacher wird, weil die Leute das akzeptieren. Es kann aber auch heißen, dass die Leute dann einfach beschließen, dass ich komisch bin und dann anfangen, Witze drüber zu reißen, ob ich etwa, keine Ahnung, bist du autistisch oder was? Und allein, dass man das irgendwie abwertend benutzt, ist sowieso auch ein Problem. Ne? Genau. Und dieses Thema mit dem Meta-Level, Teilnehmende und Rekrutierung, da habe ich gerade vorhin schon viel länger drüber geredet, als ihr reden wollt. Also, wo kriegt man die Teilnehmenden her? Zahlt man ihnen tatsächlich was für die Arbeit, die sie machen für die Forschenden? Ja? Weil sie teilen ja Informationen. Sie lehren ja so gesehen die Forschenden was, aber sagt das mal diesen Kolleginnen. Gut, dann schauen wir noch kurz auf die Interviewstudie. Interviews in der Form von 30 bis 45 Minuten Gespräch werden in der Human-Computer-Interaction deswegen sehr gern gemacht, weil sie ein Warum erklären helfen. Ja? Das heißt, die haben eine Liste an Fragen und dann rede mit den Leuten über diese Themen. Und wann immer da irgendwas kommt,
was sie nicht so ganz verstehe oder was sie besser verstehen will, kann ich einfach nur sagen, warum. Und das Schöne an neurodivergenten Menschen ist, die Info dumpen gern. Das heißt, ich habe dann einmal an einem Montagabend meinen Aufruf getutet. Ich suche Leute, um mit mir diese Studie zu machen. Und andere Forschende in diesem Themenbereich sind immer so, also neurodivergente Menschen finden? Schwierig. Ich habe das Ding getutet um 17.20 Uhr. Am nächsten Tag in der Früh hatte ich 18 E-Mails in meinem Posteingang. Und inzwischen habe ich 10 Interviews geführt. Und der 11. habe ich heute Nachmittag. Und ich war halt, also wann immer jemand zu mir gesagt hat, also boah, ich habe keine Ahnung, wo wir diese Leute herkriegen sollen, war ich so, ja, hier Mastodon und wump. Ja? Also meine Kolleginnen machen auch Studien zu Neurodivergenz und zum Beispiel Virtual Reality. Genau dasselbe, ja. Aber man muss halt dazu sagen, das ist auch so ein Ding, was man in der Human-Computer-Interaction oder halt in so soziologisch angehauchten Forschungsarbeiten feststellt, wenn man mit einer marginalisierten, also mit einer diskriminierten Gruppe arbeiten will, dann muss man sich halt das Vertrauen von den Leuten erarbeiten. Und ja, ich glaube, ich habe das halt irgendwie schon gemacht. Und andere Leute sind halt so, ach, diese Neurodivergenten, die sind aber komisch. Find da niemanden. Dann geh halt in so eine Werkstätte und red mit denen. So. Gut. Also, genau. Ich bin nur, und zum Thema Infodumpen, ja. 9 Interviews, 640 Minuten. Das Ziel war 45 pro. Ich bin bei keinem unter 50 rausgegangen. Und alle so, ja, ihr könnt nur weiterreden. Alter. Es ist mega spannend, aber ich hab halt auch einen Terminkalender, oder? Also es, dann geht die Sonne unter und du bist so, hast du eigentlich schon was gegessen heute? Jeez, ich sollte das Stand-up draus machen. Gut. So, wiederkehrende Themen hier. Das sind bisher nur Beobachtungen. Ihr habt da noch keine sinnvolle Analyse tatsächlich gemacht, weil wir sind nur mittendrin. Es gibt, wie ihr am Anfang schon gesagt habt, diverse Mechanismen. Wir haben da auch die Beispiele mit dem Body-Doubling zum Beispiel gehabt. Und Hacks, die funktionieren nicht immer. Die funktionieren nicht für jede Person. Und die funktionieren gemeinerweise oft nur temporär. Ja? Also so Strategien oder so Technologien, die man sich zurechtlegt, irgendwelche To-Do-Listen oder sonst irgendwas. Wenn da mal Routine drinnen ist, dann ist das neurodivergente Hirn oder halt gerade das ADHS-Hirn sehr gern so, Routine, igitt, geh weg. Ja, das heißt, mein Tipp, just roll with it. Das Hirn ist einfach so und man braucht es gar nicht versuchen zu erzwingen. Wenn es nicht mehr funktioniert, funktioniert es nicht mehr. Suchen wir uns was Neues. Macht Spaß. Shiny and new. Sehr häufig geäußerte Wünsche und Bedürfnisse sind im Endeffekt no-na. Wir wollen ganz gern Verständnis und Unterstützung auf unserer Arbeit kriegen. Wer hätte das gedacht? Und bei Technologien ist es halt einmal so, und das ist genau das, auf das ihr raus wollt eigentlich, Technologien können eine Hilfestellung sein, aber sie können auch ein Hindernis sein. Ja? Reminders sind total super, weil dann vergisst man Dinge weniger. Aber auf der anderen Seite, wenn die Notifications im Messenger nicht richtig funktionieren und die ganze Zeit anzeigen, dass du eine ungelesene Benachrichtigung hast, dann ist das ein bisschen irritierend und ablenkend. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen, wenn ihr selber neurodivergent seid, so ein bisschen noch Wasser ist nass. Ja? Wer sich meinen Instagram- oder YouTube-Feature nochmal angeschaut hat, wird sich denken, so ja, okay, das wäre jetzt eine Sache vor 5 Minuten gewesen. Aber so funktioniert halt einmal
Wissenschaft. Ja? Man hat so dieses System, man muss diese Daten halt strukturiert erfassen und strukturiert analysieren, damit man dann sagen kann, das ist tatsächlich so und nicht eine Aneinanderreihung von bedauerlichen Einzelfällen, wie wir in Österreich so gern sagen. Genau, so. Und der weitere Plan und Ausblick ist jetzt Nona, ihr werdet die Interviews analysieren, sobald ihr dieses letzte geführt habt. Dann fangen jetzt gerade zwei Bachelorstudis bei mir ihre Arbeiten an. Der eine will einen Procrastination-Tracker machen, um Leuten, die prokrastinieren, die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen zu beobachten dabei. Ja, quasi so ein Prokrastinationstagebuch, wo man komplett frei entscheiden kann, was für Informationen das man alles reinklopft und noch viel besser, komplett frei entscheiden kann, ob man uns die Daten überhaupt gibt. Das heißt, man kann potenziell einfach auf dem eigenen Gerät alle möglichen Visualisierungen dann haben, wenn es soweit ist. Wann, wo, warum, was, wie prokrastiniert wird. Könnte dabei helfen, dass man dann Muster findet und dann sich sinnvoll damit auseinandersetzt, statt einfach nur schlechtes Gewissen zu haben. Und das andere ist eine Arbeit zum Thema Bewerbungsplattformen und Prozesse und wie gut die funktionieren oder auch nicht. Bam! Glaubt, es ist ziemlich genau eine Punktlandung, dass wir nur ein bisschen Zeit haben für weitere Fragen. Der QR-Code geht auf die darunterliegende URL, die im Moment wahrscheinlich noch einen Fehler wirft, weil ich die Seite noch nie publiziert habe. Aber die Idee ist, dass man da dann, dass da dann eben die Slides sind, dass da die Literaturarbeit auch verlinkt ist, von der ich geredet habe. Und dann kann ich da auch ab und zu Updates hinwerfen. Kontaktdaten sind da auch. Und herzlichen Dank. So, wir haben noch ein, zwei Minuten. Hat noch jemand eine Frage? Okay, dann dir vielen Dank dafür. Und mal schauen, wie viele Interviews du noch führst. Ja. War mir ein Volksfest.